Hallo liebe YouTube-Freunde, heute werdet ihr die Konstellationen für den Monat Juli 2020 und die Prophezeiung von Nostradamus erfahren. Als erstes möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass Merkur noch bis zum 12. Juli rückläufig ist. Und Merkur ist diesmal sehr aggressiv. Vielleicht haben es schon einige von euch bemerkt. Vieles gelingt einfach nicht oder es passieren unangenehme Dinge. Wir erkennen auch, dass die Spannungen sich in der Welt verschärft haben. Da ist Vorsicht geboten, denn der Weltfrieden ist bedroht. Wir alle werden von den Konstellationen in diesem Monat schnell aus der Fassung geraten und sollten uns auf keinen Fall provozieren lassen. Auch wenn es drunter und drüber geht, sollten wir gelassen bleiben und nichts riskieren. Hier nun die Prophezeiung Nostradamus für den Juli. Zenturie, Vers 51. Von den drei Wasserzeichen, Krebs, Skorpion und Fische geprägt, wird jener geboren, der den Donnerstag zu seinem Sonntag macht. Sein Arm, sein Ruhm, sein Reich, seine Machtfülle wachsen über das Meer zum Orkan im Orient. Jener, der alles unternehmen wird, um den Frieden in der Welt gründlich zu zerstören, ist der Antichrist der Apokalypse, das Tier, das aus dem Meer steigt. Er glaubt, seine Stunde sei gekommen. Selbst Nostradamus gerät fast aus der Fassung, wenn er seine Art und sein Auftreten schildert. Er kennt auch sein Horoskop vom Sternzeichen Krebs, Skorpion und Fische geprägt, sieht er sich als besonderen Feldherren an und vergleicht sich mit Mohammed, Abraham und Jesus. Er will der Gründer einer neuen radikalen Religion sein. Dieser Mann entstammt dem Islam, ein Schiite, der aus dem Freitag des Islam, aus dem Samstag der Juden und aus dem Sonntag der Christen den Donnerstag zum Ruhetag machen will. In der Absicht, etwas Neues zu schaffen, will er alles, nur keine Religion, sondern pure Gewalt. So will er die islamischen Staaten unter seine Gewalt bringen, um ein neues Riesenreich zu erschaffen. Dadurch löst er den Dritten Weltkrieg aus. Doch das ist dann sein Untergang. Seinen Namen kennen wir noch nicht. Er wird jedoch aus den vielen Terroristen hervorgehen, die sich überall auf der Welt aufhalten, die sinnlos morden. Die Zeichen stehen auf Sturm. Vielleicht erfahren wir von ihm schon im kommenden Monat August. Wer kann diesen Krieg auflösen, verhindern? Noch ist keine Person bekannt. Die Spannungen sind gegeben und der bisherige Kriegstreiber könnte auch sein Vorläufer sein. Warten wir ab, was auf uns zukommt. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Herzlichst, eure Deria.